Immer dann, wenn neue technische Zeichnungen erstellt werden, dann macht man das ja nicht aus Jux und Dallerei, jedenfalls in der Regel, sondern weil dies Bestandteil ist von neuen Produkten, neuen Designs oder sogar neuen Patenten. Und die Frage, die im Raum eigentlich steht, ist, wie sieht es dann eigentlich mit dem geistigen Eigentum aus, beziehungsweise mit dem Schutz hinsichtlich der Inhalte auf der technischen Zeichnung? Wem gehört sie, beziehungsweise wie wird es geschützt? Und das ist das Thema der heutigen Folge, des heutigen Videos auf diesem Kanal von Bester Transmanagement. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, und willkommen zu dem heutigen Video. Ja, grundsätzlich ist es so, dass das geistige Eigentum auf einer technischen Zeichnung ist mal grundsätzlich nicht geschützt, dadurch, dass einfach nur die technische Zeichnung vorhanden ist. Allerdings das Eigentum der Zeichnung, das ist immer eindeutig in dem Schriftfeld dargestellt. Doch wie sieht es denn eigentlich mit dem Schutz des geistigen Eigentums aus? Wie wird das gemacht? Und dazu schauen wir einmal hier in diese technische Zeichnung. Wir sehen jetzt hier gerade eine Zeichnung eines Werkstücks. Und wenn wir uns dort das Schriftfeld etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass da unten links ein Satz steht, und zwar Schutzvermerk nach der ISO 16016. Und das heißt, hier in der Zeichnung möchte man den Inhalt schützen nach dieser Norm ISO 16016. Die Frage, die nur dahinter steht, ist, wie sieht es eigentlich aus? Was sind dort die Inhalte? Und wie wird dadurch eigentlich der Inhalt geschützt? Also nicht nur das Blatt Papier, sondern die Inhalte dieses Blatt Papiers. Lassen wir uns doch mal ein bisschen näher hineinschauen. Und zwar hier heißt es relativ gleich am Anfang in der Norm zu dem Anwendungsbereich. Diese internationale Norm legt die Schutzvermerke fest, die eine missbräuchliche Verwendung von Dokumenten und Produkten, deren Nutzung beschränkt ist, verhindern. Schutzvermerke machen mit Hilfe eines einheitlichen Textes auf das Bestehen eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts aufmerksam. Außerdem verdeutlicht sie, dass der Rechtsinhaber den gesetzlichen Schutz in vollem Umfang in Anspruch nimmt und schränkt zusätzlich die Verwertung der relevanten Dokumente und Produkte ein. Aha, das hier geht es um das Verwertung der Inhalte. Super, doch wie können denn hier eigentlich der Schutzvermerk aussehen? Hier haben wir zum ersten Mal das Urheberrecht. Und das Urheberrecht, das kann man auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen darstellen. Einmal über das Copyright, dass man einfach entsprechend Copyright Reserved an der technischen Zeichnung darstellt, oder was eher empfohlen wird bei Urheberrechtsvermerke, also um das zu schützen und das Urheberrecht, dass man das Ziel im Kreis angibt, dann den Firmennamen, wie zum Beispiel Bester Transmanagement GmbH, woo! Und dann im Anschluss die Jahreszahl der erstmaligen Veröffentlichung, beziehungsweise ja, des Anfangsdatum, also die Jahreszahl. Das wäre jetzt hier im Jahr 2023. Okay, doch wie sieht es eigentlich aus, wenn wir es mit Patenten zu tun haben oder Gebrauchsmustern? Hier ist es so, dass die Norm dann zu Folgendes sagt. Das Bestehen eines Patentvermerks wird mit dem PM-Kreis gekennzeichnet und das eines Gebrauchsmusters mit einem U im Kreis, gefolgt von diesen drei Datenelementen. Erstens der Ländercode nach der WIPO-Standard. Das ist eine Unterorganisation, dieses WIPO ist eine Unterorganisation der UNO, die sich mit den solchen Schutzvermerken auseinandersetzt. Dann die Veröffentlichungs- oder Registrierungsnummer und zum Schluss noch die Schriftartencode nach WIPO-Standard ST16. Sodass dann ein Vermerk aussieht, wie unten dargestellt, pmkreis.de 387522255A1. Okay, so kann also ein Patent bzw. Urheberrecht dann mit einem Umkreis dargestellt werden in der technischen Zeichnung. Oder sogar Designs können hier auf der technischen Zeichnung eben als Schutzvermerk hinterlegt werden. Und hier heißt es, Designs dürfen durch die Benennung eingetragenes Design bezeichnet werden. Das Bestehen eines Designs wird mit dem D im Kreis gefolgt von diesen beiden Datenelementen gekennzeichnet. Erstens mal den Ländercode und zweitens die Registrierungsnummer des Designs, wie zum Beispiel D im Kreis, DE
496710501. Okay, doch die Frage, die jetzt immer allerdings im Raum steht, wieso macht man sich eigentlich die Mühe, diese Unterscheidungen zu treffen nach Urheberrechtsvermerk, nach dem Patent, Gebrauchsmuster und auch Design? Naja, der Hintergrund ist folgender, und zwar hinsichtlich der Anwendung. Der Urheberrechtsvermerk bezieht sich auf das Verbot der physikalischen Vervielfältigung. Aha, das heißt, die Inhalte dürfen vervielfältigt werden, nur eben nicht das Dokument an sich. Während Vermerke für Patente, Gebrauchsmuster und Design sich auf das Verbot beziehen, die zum beschriebenen Gegenstand, auch Verfahren zugrunde liegende technische Lehre zu gewerblichen Zwecken, zur Nutzung bzw. den abgebildeten Gegenstand zu gewerblichen Zwecken zu kopieren oder nachzubilden. Das heißt, okay, hier geht es also nicht nur darum, dass man das Dokument dann auch wiederum nicht einfach vervielfältigen darf, sondern auch die Inhalte zu gewerblichen Zwecken nicht vervielfältigen darf. Bei dem Urheberrecht, wie es auch bei den normalen technischen Zeichnungen der Fall ist, gilt das eben nicht. Die Mitteilung von Informationen über die Dokumente oder relevante Produkte wird durch diese Schutzvermerke nicht berührt. Haben wir es also schon mal geklärt. Und wie wird das dann eigentlich korrekt angegeben, dass hier eben ein Schutzvermerk gilt? Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, wobei das auch genau angegeben werden kann, was es hier für ein Dokument ist, Verwertung und Mitteilung dieses Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeingaben vorbehalten. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ist natürlich ein etwas längerer Text, deswegen kann auch ein kürzerer Text verwendet werden, wie zum Beispiel Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Das ist eben, was man dazu auch nutzen kann, wird allerdings nicht empfohlen, dass man es so einträgt, so wie ich es auch in der technischen Zeichnung gemacht habe. Aber dadurch, dass dieser Text so lang ist, diese vollständige Fassung, darf man das natürlich auch gerne auf ein Begleitdokument eintragen. Und wie sollte denn eigentlich eine technische Zeichnung dargestellt sein hinsichtlich des Schutzes des geistigen Eigentums? Es ist also nicht unbedingt ausreichend, so wie hier auf der technischen Zeichnung im Schriftfeld, nur den Schutzvermerk nach der ISO 16016 eben darzustellen, weil, wie gesagt, damit ist nur geschützt, dass das Dokument nicht einfach kopiert werden darf, sondern wenn es auch noch um die Inhalte geht hinsichtlich der gewerblichen Nutzung, dann muss immer noch das weiter dargestellt werden, indem man zum Beispiel die Patentnummer mit angibt, so wie hier bei mir unten links in der technischen Zeichnung oder beim Gebrauchsmuster oder Design halt ähnliche Sachen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem heutigen Video auch wieder mal einen Mehrwert geben. Wenn ja, dann zeig mir das doch bitte mit einem entsprechenden Daumen hoch bzw. mit dem Abonnieren dieses Kanals. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und mach es draus.